Die Spielvereinigung Landshut und der Hauptsponsor EBM Papst freuen sich, dass nun alles in trockenen Tüchern ist. Der Vorstandsvorsitzende der Spiele lobt die konstruktive Kommunikation mit dem FC Bayern. Der Rekordmeister habe alles daran gesetzt, einen Termin zu finden. Die haben natürlich auch gemerkt, dass das, was uns da gemeinsam passiert ist im Oktober, dass das halt eigentlich so schnell wie es geht, wieder gerichtet wird. Ja, und jetzt freuen wir uns, dass wir, denken wir auch nicht mehr an den Oktober, sondern jetzt denken wir an den Juli. Ich glaube, dass das eine super Veranstaltung wird für die ganze Region, für die Spiele ist gut, für unsere Werbepartner ist gut, wir freuen uns. Stefan Brandl, Geschäftsführer von EBM Papst, war sofort Feuer und Flamme, bei diesem Knallerspiel dabei zu sein. Auch organisatorisch steuert die Firma ihr Know-how und die Manpower bei. Da brauchst du natürlich schon eine professionelle Organisation. Wir haben sicherlich als EBM Papst hier mit unserer Marketingabteilung die entsprechende Power, um so ein Event auch unterstützen und austragen zu können. Und dann gemeinsam mit den vielen Helfern, die Spielvereinigung zur Verfügung stellt, wird dann auch was draus. Und so haben wir das vor einem Jahr ja schon mal üben können. Und jetzt sind wir fast schon Profis im Austragen von solchen Veranstaltungen und daher wird es sicherlich eine tolle Geschichte. Eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Die Einnahmen gehen in die Kasse der Spiele und der Sponsor kann seine Mitarbeiter mit je 2 Eintrittskarten belohnen. In Form eines solchen Events ist es was anderes, als wenn man irgendwie ein Firmenfest oder sonst was ausübt. Und ich glaube, die Mitarbeiter werden es genießen, die werden alle ihren Spaß haben, die Bayern-Stars live und hautnah zu erleben. Und dann haben wir hier auch wieder nach dem Sommer, wenn dann unsere Saison losgeht, in unserem Geschäft motivierte Mitarbeiter am Ort und dann geht wieder die Post ab. Die Absage im vergangenen Jahr, 3 Tage vor dem Spiel, war bitter, hatten doch alle Beteiligten schon jede Menge Arbeit reingesteckt. Jetzt braucht dafür nicht nochmal alles neu erfunden zu werden. Wir haben ja letztes Jahr geübt. Also es ist nicht mehr der Aufwand, den wir letztes Jahr gehabt haben. Aber es gibt natürlich trotzdem jetzt die nächsten Wochen sehr viel zu tun. Das machen wir aber gern, wenn wir auf so ein Event hier arbeiten. Und gern dabei ist auch ISA TV. Die Live-Übertragung eines Fußballspiels gehört allerdings nicht gerade zum Tagesgeschäft. 3 Ü-Wägen, 7 Kameras und mehrere Reporterteams sind im Einsatz. Für uns als Regionalsender ist es natürlich auch das Event des Jahres, kann man eigentlich schon so sagen, weil wir natürlich jetzt auch mal den Leuten beweisen können, was wir alles drauf haben. Und Regionalfernsehen ist das eine, aber wir können auch große Produktionen und darauf freuen wir uns.